Vielleicht mal als Einstieg. Ich höre immer sehr oft, wenn ich irgendwo ein Projekt starte, neu, bei einer Firma neu dazukomme, reinkomme, immer den Spruch, ja, bei uns ist alles anders. Natürlich, bei uns wird alles sofort fertig. Wir haben natürlich gar kein Problem mit dem Budget und selbstverständlich gar kein Problem. Wir haben natürlich auch genügend Ressourcen hier zur Verfügung gestellt bei uns intern. Also gibt keine Probleme. Kennt das einer? Hat einer solche Projekte schon mal erlebt? Also wo wirklich alles klappt, alles gut geklappt hat, dann bitte melden, weil den können wir gleich einstellen, weil sowas hat man eher seltener. Aber wer war denn vorhin bei dem Vortrag vom Horst Huber und vom Stefan Born dabei? Hat den einer gehört? Michael, du warst dabei, genau. Ich fand es sehr inspirierend, was die beiden da auch auf der Bühne gesagt haben. Und da ging es ja eher um ein anderes Thema bei ihnen. Aber was immer wieder auch betont wurde von den beiden, dass es heutzutage nicht mehr so vorhersehbar ist, wie es vielleicht früher noch war bei ganz normalen Projekten, die man früher gemacht hat, nach dem Wasserfallprinzip. Alles wurde am Anfang geplant. Man hat genau schon vorher geplant und gewusst, wann wird was erledigt, was wird wann erwartet. Heute hat man das nicht mehr. Heute spricht man von agilem Projektmanagement und das auch nicht ohne Grund, weil heutzutage natürlich mit der Agilität viel besser auf die unerwarteten Gegebenheiten eingegangen werden kann. Also vorhin Stefan Born hat es genannt oder erklärt damit die Komplexität eines Projektes. Und die Komplexität eines Projektes macht heutzutage auch wahnsinnig viel aus, wie man heutzutage eben auch ein Projekt erfolgreich zum Abschluss bringen kann. Und deswegen diese agilen Projektmethodiken sind eine gute Möglichkeit, um da entsprechend erfolgreich auch durch ein Projekt hindurchleiten zu können. Aber bevor wir jetzt dann schon in die Materie einsteigen, vielleicht mal ganz kurz was zu uns beiden. Deswegen erstmal, wer sind wir denn? Ja, danke von bei. mein Name ist Raphael Schröder, Geschäftsführer der Media Office, mit meinem Kollegen heute hier, um das Thema Projektmanagement tatsächlich auch ein bisschen mal aufzuzeigen. Ja, Geschäftsführer und begleite eigentlich auch die entsprechenden IT-Projekte aus kaufmännischer Sicht, aber auch Projektsteuerungssicht. Ja, Sascha Postel, ich bin Projektleiter, wie man sich schon vorstellen kann, aber auch gleichzeitig Consultant. Ich berate Unternehmen im Bereich PIM-Einführung, was wird alles benötigt, was wird gemacht, was ist erforderlich, um ein Projekt erfolgreich auch einzuführen. Und deswegen bei mir der Schwerpunkt Projektleitung und Consulting. Gut, genau. Ein bisschen was noch zum Media Office. Werbung muss sein, ganz ohne geht es hier nicht. Wer sind wir denn, die Media Office? Seit 61 am Markt, tatsächlich noch zu Zeiten, wo man Print noch ein bisschen anders gemacht hat als heutzutage. Sind Inhaber geführt in Kornwestheim, 20 Mitarbeiter und haben uns aber auch spezialisiert in den Bereichen PIM-Implementierung, sind Connetsoft-Partner und Podexa und aber auch zertifiziert Print-Partner. Haben jetzt auch die Textautomatisierung entdeckt seit letztem Jahr und sind damit mit AX Semantics unterwegs und wir wollen eigentlich nachhaltig unsere Kunden begleiten im Bereich der ganzen Textreifung innerhalb eines Systems und dann entsprechend auch die Ausleitung in die Kanäle, die relativ vielfältig inzwischen sind und umso wichtiger natürlich dann auch, dass die Datenhaltung dann auch entsprechend stimmt. Dazu kommt die Erfahrung aus über 50 Jahren Medienerstellung, auch die Beratung rund um Publishing und Print gehört da natürlich genauso dazu, wie auch die Online-Kanäle und Shop. Und natürlich dann aber auch, wie sowas denn in so einem Layout gut aussehen soll und wie man dann auch sowas zum Beispiel auch umsetzen kann in der Produktion, kann man dann auch mit begleiten. Wir gliedern uns in drei Bereiche, das Mo Consulting, das für die Beratung und auch die Systemauswahl natürlich relevant ist. Gehen dann auf die Solutions, wo wir dann auch die Werkzeuge mit unseren Kunden umsetzen und mit an die Hand geben und begleiten das Ganze dann auch mit den Media Solutions dann in der Umsetzung und in der entsprechenden Programmierung. Lösungen, Consulting, IT-Solutions,
Media Solutions noch mal so ein bisschen ausformuliert, denn zum Mitnehmen auf den entsprechenden Folien. Unsere Partner, auf die wir stolz sind, mit denen wir entsprechende Projekte umsetzen, und heute sind wir da für unseren Partner, die Work 2 mit der Print Suite. Dass wir da entsprechende Erfahrungen auch nachweisen können über die letzten Jahre, wollten wir das einfach mit aufnehmen. Für entsprechende Umsetzung, für komplexe Projekte, natürlich dann auch herstellerseitig ausgezeichnet, und macht immer dann auch Spaß, die Anerkennung dann auch zu bekommen. Gut, bevor wir jetzt nochmal so richtig einsteigen noch. So ein Projekt durchläuft ja typischerweise immer verschiedene Phasen. Und zuerst müssen wir uns da vielleicht auch mal ein bisschen so die Theorie anschauen. Wie sehen denn so die Phasen aus? Es gibt üblicherweise 8 Phasen, die man so durchläuft. Von der ersten Idee bis zum später den Regelbetrieb, auch bis dann alles eingeführt ist und dann alles auch rund läuft. Und dann will ich mal ganz kurz darauf eingehen, auf diese 8 Phasen, weil das ist im Prinzip so die Basis, die man ja erstmal braucht. Ohne zu wissen, wie gehe ich denn am besten vor, kann ich natürlich auch kein Projekt erfolgreich irgendwo zum Abschluss bringen. Deshalb erstmal hier der Einstieg, starten wir mal los. Der erste Schritt, der immer ganz am Anfang steht, man hat eine Idee, man braucht irgendeine Softwarelösung, man möchte irgendwas umsetzen, hat vor, hier eine neue Printlösung vielleicht einzuführen, um eben irgendwelche Kataloge produzieren zu können oder um andere Printmaterialien produzieren zu können. Deswegen ganz wichtig, am Anfang steht natürlich immer eine Bedarfsermittlung. Ganz wichtig hier auch Ziele und Erwartungen da natürlich ebenfalls ermitteln. Nicht nur sagen, oh, wir brauchen da was, sondern auch sich darüber Gedanken machen. Wie soll das denn dann hinterher aussehen? Und was für Erwartungen sind denn auch da? Weil die Erwartungen können ganz unterschiedlich sein. Die einen sagen, ja, wir brauchen eine Lösung, die möglichst einfach zu bedienen ist. Die Geschäftsführung sagt, das soll aber nicht viel kosten. Das Marketing sagt, ja, wir brauchen eine Lösung, da muss hinterher auch was Vernünftiges dabei rauskommen. Die Datenkollegen, die wollen natürlich eine Lösung haben, wo die Daten auch dann sauber und einfach zu pflegen und zu verwalten sind. Also deswegen sollte man sich da natürlich entsprechend vorher schon viel Gedanken machen. Auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, es gibt ja schon was. Also in der Regel ist ja schon was da. Also man fängt ja nicht bei ganz null an und hat gar nichts in seinem Unternehmen, sondern auch dort natürlich schauen, was ist denn schon da, wie kann ich das weiterverwenden, wie kann das denn zukünftig auch mit der neuen Lösung zusammenarbeiten. Auch wichtig, irgendwo muss man sich auch Gedanken darüber machen, was kostet das Ganze denn? Wo liegt denn der Nutzen auch der Lösung? Steht das in einem vernünftigen Verhältnis zueinander oder ist die Lösung vielleicht viel zu teuer, mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wie man so schön auch sagt? Was habe ich am Ende davon? Und natürlich auch ganz wichtig, was immer gerne vergessen wird, wer macht denn im Unternehmen später, wer arbeitet damit, wer kann denn diese Einführung auch der neuen Softwarelösung oder der Printlösung dann entsprechend unterstützen? Weil so eine Software führt sich nicht von alleine ein. Also sind ja einige sicherlich dabei, die auch von Implementierungspartnern sind, die kennen das ja nur zur Genüge, dass man natürlich auch die Unterstützung braucht im Unternehmen. Also auch dort müssen in den Abteilungen ausreichend Ressourcen geschaffen werden für so eine Einführung. Und ganz zum Schluss natürlich in dieser Phase, wann soll es denn fertig werden? Bei aller Agilität und bei allen dynamischen Reagieren auf sonstige Gegebenheiten oder auch Komplexitäten, irgendwann will man ja auch mal fertig werden. Und deswegen sollte man sich natürlich frühzeitig Gedanken machen, wann möchte ich fertig werden und wie sieht der Weg auch bis dahin aus? Also ganz grobe Zeitplanung schon erstmal machen, bevor ich überhaupt in die nächsten Schritte reingehe. Nächste Phase ist dann, wenn ich weiß, was ich will, was ich brauche. Jetzt brauche ich ja die geeignete Lösung dafür. Ich brauche aber auch den geeigneten Implementierungspartner dafür, weil in der Regel kann ich es nicht selber einführen, die Lösung, sondern brauche dafür noch mal ein bisschen externe Hilfe. Und da gibt es natürlich auch einen Ablauf, wie komme ich zu dieser besten Lösung und auch zu dem entsprechenden besten Partner. Dann ist auch Vendor Selection. Und durchläuft hier auch verschiedene einzelne Schritte. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail groß drauf eingehen, weil sonst läuft uns auch die Zeit davon. Aber im Großen und Ganzen, auch dieser Prozess sollte vernünftig
durchgeführt werden. Also nicht jetzt überspringen und sagen, oh, ich habe da mal gehört, da gibt es eine tolle Lösung, die heißt Content Surf und Print Comet. Wäre natürlich eine schöne Lösung, aber möglicherweise ist die für meine Anforderungen nicht die richtige. Deswegen sollte ich mir da vorher auch wirklich Gedanken machen und eben auch in diesen Auswahlprozess einsteigen mit den Anforderungen, die ich im ersten Schritt mir ermittelt habe, wo ich jetzt auch weiß, was ich brauche, was ich möchte, damit dann wirklich reingehen in diesen Auswahlprozess. Ja, kann ich nur unterstützen. Ich kenne zum Beispiel ein Projekt, da waren wir in der Beratung drin. Und dann haben die Mitarbeiter gesagt, gibt es dann eigentlich Wort 1 bis 4? Das ist bei uns ganz, ganz wichtig. Nee, gibt es leider so jetzt noch nicht. Muss man vielleicht irgendwo überlegen und Lösung finden. Und dann hieß es, ja, dann können wir die Lösung nicht einführen. Erst im Gespräch kam dann tatsächlich dann auch raus, dass es eigentlich eine funktionale Frage war. Wie bilde ich denn zum Beispiel ein imperiales Datenmodell mit ab, was beim alten System zum Beispiel mit diesem kryptischen Wort 1 bis 4 abzubilden war, aber im Prinzip im neuen System ja eigentlich ganz andere Sichtweise bedarf. Und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig, denn so eine Anbieter-Selection tatsächlich auch so zu gestalten, dass sie jetzt nicht in alten Zöpfen denken, wie es bisher gelaufen ist, was ich bisher eingesetzt habe, wie ich bisher auch gearbeitet habe, sondern tatsächlich auch neue Ziele definiere oder die Ziele, wo ich hin will und auf dieser Basis dann entsprechend dann auch die Anbieterauswahl dann auch definiere, weil dann habe ich auch die Lösung, die zu mir funktional passt. Und vielleicht noch ein Hinweis an der Stelle auch, nicht jeder hat ja auch die Erfahrung, sowas durchzuführen im Unternehmen. Manchmal hat man die Leute dann schon dafür, die die Erfahrung mitbringen. Aber in der Regel bietet es sich hier wirklich an, und das kann ich wirklich auch nur empfehlen, sich da externe Hilfe dazu zu holen. Einen neutralen Anbieter dazu zu nehmen. Hier in der ersten Reihe sitzt jemand, der sowas kann. Die Firma Simio ist zum Beispiel so ein Anbieter, die eben auch unterstützen können und das eben auch neutral tun. Und damit hat man dann auch die Gewähr, dass man die richtige Lösung bekommt und nicht eine, die jetzt gerade hier sich jetzt durch irgendwelche Beziehungen oder Freundschaften oder weil die Präsentation es gerade ganz schick ausgesehen hat, dann ergeben hat. Nächster Schritt ist dann, geht man schon ein bisschen in die Planung rein. Auch hier Planungsphase, das klingt jetzt so nach Wasserfall. Ich plane jetzt schon alles im Detail durch, damit ich genau weiß, wann was wie gemacht wird. Funktioniert heutzutage nicht mehr so. Aber dennoch müssen wir ja planen und wir müssen auch reingehen und sagen, wir können nicht ganz mit offenem Ende hier loslegen, sondern wir müssen einfach schauen, wann wollen wir fertig werden, wie sehen die Schritte bis dorthin aus, um daraus dann ableiten zu können, was brauchen wir auch wann. Und damit einhergeht natürlich nochmal eine Detaillierung der Anforderungen. Das macht man dann in der Regel in der Phase auch schon mit dem Dienstleister, der einen unterstützt. Ich muss das Projekt und das Budget planen. Ich muss ja auch wissen, mit wie viel Geld kann ich arbeiten, weil ich kenne kaum einen Auftraggeber, der sagt, hier ist ein Blankoscheck, macht mal, wird schon klappen. Und auch ganz wichtig an der Stelle, wer ist für was zuständig und wer trägt die Verantwortung? Weil da habe ich schon sehr oft die Diskussion dann hinterher gehabt, dass jeder sagt, oh, ich war es nicht. Ich verstecke mich jetzt mal ganz schnell, wenn es schiefgelaufen ist. Also deswegen schon auch vorher klar definieren, wer ist zuständig und wer ist verantwortlich. Und ja. Nächster Schritt ist dann schon die Implementierung. Das macht man ja auch mit dem Dienstleister dann. Da gehört das ganze Typische dazu. Das System muss installiert werden. Es müssen die Anpassungen gemacht werden. Daten müssen migriert werden. Auch immer ein Thema, Datenmigration. Manchmal ein Punkt, der wesentlich umfangreicher wird, als sich das viele vorstellen. Da kommt oftmals dann der Satz vom Anfang wieder zum Tragen. Ja, bei uns ist das alles ganz anders. Wir haben alle Daten schon perfekt vorliegen. Wir brauchen die bloß einmal importieren, da ist alles da. Habe ich noch nie erlebt. In Excel. Ist alles drin. In Excel, alles drin. Habe ich bisher noch nie erlebt. Also in der Regel wirklich die Datenmigration einer der größten Risikofaktoren auch bei so einer Systemeinführung, weil einfach hier an der Stelle oftmals man noch nicht absehen kann, wie lange wird es wirklich dauern und oftmals noch eine Datenüberarbeitung einhergeht. Und man hat ja auch die Chance, mit so einer Systemeinführung da nochmal anzupacken und sich wirklich die Daten nochmal anzuschauen und auch nochmal zu hinterfragen, ob die denn so sinnvoll vorliegen. Und das Gleiche gilt ja dann auch wahrscheinlich nicht nur für die Daten, sondern auch für
wie sieht das Ganze aus? Genau, also ja. Layout-Themen sind ganz, ganz wichtig. Von vornherein gleich auch alle Beteiligten mit ins Boot zu holen, die Agentur mit ins Boot zu holen, weil es bringt nichts, ein schön gemaltes Layout, wenn es sich nicht automatisieren lässt. Andererseits ist ein Vollautomat dann vielleicht nicht immer schön ansehnlich. Da muss man halt einfach dann die Wege dazwischen finden. Und das wiederum münzt dann auch im Datenmodell eines PIM-Systems. Und da muss man halt einfach alle Fachleute an den Tisch setzen und das Beste draus stricken. Auch nicht zu vergessen, die Mitarbeiter müssen natürlich auch geschult werden. Das macht man ganz gerne eigentlich auch mal on the fly. Bietet sich auch an, in der Implementierungsphase schon anzufangen, Key-User zu schulen, weil die arbeiten dann ja auch schon mit, sollten auch schon das System natürlich entsprechend gut kennen, weil so wird die Unterstützung natürlich auch in der Implementierungsphase dann auch wesentlich besser durchs Unternehmen, durch den Auftraggeber. Wenn wirklich also auch nicht nur gesagt wird, ja, hier, lieber Dienstleister, mach mal fertig und hinterher kriegen wir eine kurze Schulung und dann arbeiten wir damit, sondern wirklich frühzeitig auch die Mitarbeiter mit ins Boot holen, schulen, Administratoren, Key-User schulen am Anfang schon. Die selber werden ja später vielleicht auch mal dann diejenigen sein, die wiederum die eigenen Leute dann auch nochmal schulen können, also auch dort unterstützen können. Und selbstredend, es sollten natürlich auch Schulungsunterlagen entstehen und natürlich auch ein Service Desk oder externer Mitarbeitersupport dann installiert werden, damit natürlich später auch mal die Mitarbeiter vom Kunden dann entsprechend unterstützt werden können. Relativ zum Schluss raus ist zwar nicht ganz richtig, weil testen muss man eigentlich ständig, aber bevor es dann irgendwo in Richtung Inbetriebnahme geht, braucht man natürlich auch eine umfangreiche Testphase. Also neben dem ganz normalen Testing in der laufenden Entwicklung sollte man auch dafür natürlich entsprechend eine wirkliche Testphase planen, in der strukturiert, gezielt getestet wird. Also ich muss vorher Testcases definieren, ich muss den Testing-Ablauf entsprechend planen. Ich brauche eine Bug-Fixing-Phase, wo natürlich entsprechend die Fehler nochmal ausgemerzt werden. Und ich habe natürlich am Ende auch die Abnahme und Freigabe. Und erst wenn das wirklich alles durchgelaufen ist, das erfolgt meistens auch in mehreren Zyklen dann, man wird es nicht in den ersten Rutsch dann gleich hinbekommen, weil es fällt immer noch was auf zum Schluss, dass man nochmal doch irgendwo was nachbessern muss oder vielleicht nochmal neue Anforderungen reinfließen. Also deswegen diese Phase auch entsprechend planen. Dann kommt tatsächlich der Go-Live in Betriebnahme Hypercare-Phase. Jetzt migriere ich die Daten entweder aus dem bestehenden System schon in das neue System oder ich mache die Datenmigration von anderen Quellen. Jetzt gehe ich in den eigentlichen Betrieb über. Das heißt, auch hier habe ich dann unter Umständen bei Ablösung eines anderen Systems eine Cut-Over-Phase. Das heißt, ich habe einen Cut-Over von einem alten in ein neues System. Muss ebenfalls alles geplant werden. Und zum Schluss raus danach auch eine Phase nochmal planen, die Hypercare-Phase. Das heißt, hier habe ich nochmal erhöhten Betreuungsbedarf auch, weil erfahrungsgemäß wird nicht mit dem Go-Live alles auf Anhieb fertig perfekt funktionieren. Hast du da noch eine? Nee, hast keine Idee mehr dazu. Ja. Gut, und dann gehen wir in den Regelbetrieb über. Da hat man dann natürlich nicht mehr diese typischen Entwicklungsimplementierungen, sondern hier geht es dann wirklich um den Regelbetrieb. Da gehören natürlich auch dazu Wartung und Updates. Hier sollte man natürlich auch regelmäßig mit den Kollegen und Mitarbeitern sprechen. Was kann man besser machen? Wie ist so das Feedback? Wie wird damit gearbeitet? Klappt das alles? Man hat sich ja vorher doch vieles in der Theorie überlegt. In der Praxis sieht es dann oftmals anders aus. Es läuft dann doch nicht ganz so rund. Natürlich hat man auch dann oftmals den Fall, dass die Mitarbeiter sich dann irgendwo Lösungen, Wege drumherum suchen, Workarounds, weil sie vielleicht mit dem einen oder anderen nicht klarkommen. Da ist natürlich wichtig, dass man herausfindet, wo hakt es dann unter Umständen, dass man natürlich stetig verbessern kann. Auch kommen da neue Anforderungen natürlich regelmäßig dazu. Also ein Projekt ist niemals ganz abgeschlossen.
ein System entwickelt sich stetig weiter. Also ich habe nicht so dieses, jetzt habe ich eine Software gekauft, jetzt ist sie installiert, jetzt ist Schluss, jetzt können alle damit arbeiten und ich habe 3 Jahre nichts mehr zu tun. Hier kommt meistens immer noch wieder neue Anforderungen dazu. Es kommen vielleicht neue Märkte dazu, die bedient werden müssen, neue Sprachen damit einhergehend. Ich habe vielleicht neue Artikel, Produkte, die ich ins System einfügen muss, neue Sortimente etc. pp. Also es kommt stetig was dazu. Oder es wird ein anderes System ausgetauscht im Unternehmen. Auch das sind dann Folgeprojekte, die daraus entstehen. So, das war jetzt ein bisschen so trocken. Das ist jetzt so eher das gewesen, ja, was braucht man denn so als normalen Ablauf? Wenn man aber diese 8 Schritte dann auch wirklich sauber durchläuft, hat man in der Regel schon mal weniger Stress und weniger Probleme auch dann später im Projekt an sich. Aber es gibt natürlich ein bisschen was anderes noch, worauf man achten sollte. Und das sind so eher die Dinge, ja, so was passiert zwischen den Zeilen. Das haben wir vorher schon gehört, Planen ist wichtig, frühzeitige Planungen. Aber damit einhergehend, und das ist eben auch oftmals das Problem, am Anfang vom Projekt geht man sehr motiviert, sehr ambitioniert rein und sagt, Mensch, hier bis dann und dann im halben Jahr haben wir das System eingeführt und werden damit schnell fertig. Wenn man nicht genau weiß, was einen erwartet und vielleicht auch gar nicht genau weiß, was man erreichen möchte, deswegen ist es am Anfang so wichtig, wird es schwierig werden. Also zu sagen, ja, wird alles ganz schnell fertig, kein Problem. Hier ist ja nur eine Software installieren, die spielen wir da auf dem Server drauf und dann läuft das schon. Da gehört schon wesentlich mehr dazu. Also hier wirklich die Erwartungen und Ziele. Also da kann ich wirklich nur plädieren dran, dass man immer wieder die Erwartungen und Ziele sich vor Augen führt. Was will ich denn erreichen? Genau. Welche Medien möchte ich umsetzen? Welche Kataloge? Welche Datenblätter? Welche Broschüren? Was möchte ich eigentlich produzieren mit so einem System? Und das ist deswegen ganz, ganz wichtig, sich vorher dazu Gedanken machen und dann auch entsprechend zu strukturieren. Die Agentur, haben wir vorher gehört, rechtzeitig mit einbinden in solche Projekte, um eben auch das Cloud-Thema dann auch mit an den Start zu bringen. Und wenn man ein komplett neues IT-Projekt oder mit einer ganz neuen Lösung an den Start geht, empfiehlt es sich häufig dann tatsächlich auch vielleicht für das erste Miteinander in so einem kleinen oder in so einem neuen Setting vielleicht erstmal nicht den riesengroßen Katalog an die Hand zu nehmen, sondern vielleicht irgendwas Kleineres zu nehmen, wie Datenblätter, wie jetzt vielleicht irgendwas, was jetzt überschaubarer vom Projektumfang ist und mit sowas einen kleinen sogenannten Quick Win starten, um einfach dann auch für alle Beteiligte entsprechendes Feeling zu entwickeln. Wie geht's? Wie gehe ich damit um? Wie stimmt mein Setup? Gerade auch mit allen, die damit agieren. Wie läuft es? Wie kann ich mich abstimmen? Und die Prozesse dann fein zu schleifen an so einem kleineren Thema, dann habe ich auch im Prinzip gerade auch zu den Geldgebern natürlich auch die Möglichkeit, schnell einen Erfolg zu melden. Kann entsprechend argumentieren, guck, ich habe jetzt in kurzer Zeit ein Medium rausgeworfen. Das können wir jetzt schon produktiv mit einsetzen, nutzen und kann auf diesem Rückenwind dann natürlich dann auch in ein größeres Projekt starten. Was auch ganz gerne vergessen wird, man arbeitet hier ganz intensiv zwischen Dienstleister und Projektteam, aber so ein Unternehmen, so ein Auftraggeber hat natürlich noch ein paar mehr Kollegen und Mitarbeiter. Und die kriegen das ja auch mit, dass da eine neue Software irgendwie eingeführt wird. Und im schlimmsten Fall bekommen die das in den falschen Hals. Sprich, sie denken irgendwie, da droht Gefahr. Und gerade in manchen Bereichen haben sich natürlich auch gewisse Arbeiten, Tätigkeiten oder auch Prozesse eingeschlichen. Manch einer hat sich da auch ganz gemütlich gemacht von den Kolleginnen und Kollegen und hat da so sein tägliches Doing. Jetzt kommt da auf einmal so eine neue Software daher und die macht augenscheinlich alles anders. Was bedeutet das jetzt für mich? Wird da jetzt an meinem Stuhl gesägt? Verliere ich jetzt meinen Job, weil da jetzt eine Software alles automatisch macht? Deswegen ganz wichtig, dass natürlich über das Team hinaus, mit dem täglich gearbeitet wird, auch der Rest vom Unternehmen einbezogen wird. Auch andere Kollegen, Mitarbeiter, die mit der Software vielleicht hinterher arbeiten. Genauso, dass natürlich im ganzen Unternehmen auch Werbung gemacht wird dafür, für diese neue Lösung. Weil die bietet ja Chancen. So eine Softwarelösung wird ja nicht eingeführt
um jetzt irgendwelche Leute rauszuschmeißen, sondern man will ja was besser machen. Man möchte ja vielleicht auch einen Missstand verbessern, man möchte vielleicht unnötige Arbeiten reduzieren, dass die Kolleginnen und Kollegen sich vielleicht auf andere Themen konzentrieren können, die möglicherweise auch spannender sind und wo man natürlich im gesamten Unternehmen auch effizienter wird und dadurch natürlich auch Arbeitsplätze am Ende gesichert werden. Und wie mache ich das natürlich üblicherweise? Ich muss natürlich regelmäßig informieren. Also ich muss wirklich regelmäßig informieren und offen und transparent natürlich auch kommunizieren. Nicht nur im Projektteam, sondern wirklich auch nach draußen mit den anderen. Um damit natürlich auch dann Vertrauen aufzubauen in das ganze Projekt, in die Software, die da entsteht. Um natürlich aber vielleicht auch Bedenken frühzeitig zu hören. Weil es können natürlich auch durchaus angebrachte, angemessene Bedenken da sein, wenn natürlich andere mitbekommen, was da entstehen soll. Und diese Bedenken sollte man hören. Die sollte man natürlich auch entsprechend ernst nehmen und sollte das auch ins Projekt mit einbeziehen. Ich hätte noch einen Tipp. Ja. Kommunizieren Sie immer über E-Mail-Verteiler. 20 User in einer Liste und alle kriegen alle Informationen. Und dann haben Sie mit gewiss dem besten Erfolg Spaß. Nee, natürlich genauso nicht. Das ist die unübersichtlichste Möglichkeit der Kommunikation. Setzen Sie ein Werkzeug ein, das sowas auch steuert. Also wir setzen zum Beispiel ein Jira von Atlassian mit ein, entsprechendes Ticketsystem dazu, wo halt alle User einbezogen sind, die dann auch entsprechend die Informationen brauchen. Die werden informiert über Prozessschritte, über neue Tickets, die eingespielt werden, die dann auch entsprechend umzusetzen sind. Und dann hat man auch entsprechende Kontrolle über das Projekt. Aber bitte verzichten Sie auf diese E-Mail-Verteiler. Ja. Auch ein weiterer Punkt, der natürlich auch am Anfang immer sehr, sehr, detailliert gemacht wird, Projektcontrolling. Am Anfang sagt man immer, ja, jetzt fangen wir an und wir haben ja genau definiert, was wird ungefähr wie viel kosten. Wir machen natürlich die monatlichen Abrechnungen, wir wissen, wie viel Budget wir noch haben. Aber irgendwann bekommt das Ganze eine Dynamik im Projekt natürlich auch. Und dann fängt es an und man fängt vielleicht an und stellt fest, Herr Mensch, jetzt sind wir mit dem Datenmodell ja doch um einiges schneller gewesen. Da ist Budget übrig, aber ich habe vielleicht einen anderen Bereich, der dauert jetzt wesentlich länger. Auswirkung aufs Gesamtbudget, vielleicht gar keine Auswirkung. Alles noch im grünen Bereich, das Budget reicht zum Schluss. Aber wenn ich das nicht gleich nachhalte, entsprechend in meinem Controlling auch, dann werde ich irgendwann den Überblick verlieren. Und dann wird es natürlich unangenehm. Erst recht, wenn ich irgendwo mehr Aufwände habe, die ich vielleicht am Anfang so nicht berücksichtigt habe. Wir reden ja vom agilen Arbeiten. Das heißt, wir wollen ja auch auf neue Gegebenheiten spontan eingehen können. Das hat aber auch natürlich manchmal zur Folge, dass ich dann entsprechend höhere Aufwände habe, als ich das vielleicht am Anfang mal gedacht habe. Das muss natürlich entsprechend berücksichtigt werden und sollte auch dann sofort direkt in der Planung mit aufgenommen werden und natürlich auch kommuniziert werden. Auch abgestimmt werden mit den Auftraggebern, sprich den Stakeholdern, die ja auch hinterher dann fürs Budget im Unternehmen verantwortlich sind, dass ja auch das im Rahmen bleibt. Weil hinterher wird es immer schwierig. Hinterher zu sagen, ja, aber es hat jetzt alles hier und dort länger gedauert. Ja, hat keiner daran gedacht und auf einmal wird aus dem Budget von vielleicht 200.000 Euro 400.000 Euro. Und dann wird es unangenehm. Dann wird es wirklich unangenehm. Dann muss man durchaus schauen, dass dann eine regelmäßige Überprüfung stattfindet des Ganzen. Also man kann das ganz banal führen in einer einfachen Excel-Liste, wo ich mir meine Budgets monatlich fortführe und sehe, wie viel habe ich denn noch übrig. Bis hin, ich lasse mich durch ein vernünftiges System oder durch Tools unterstützen, in denen ich dann entsprechend die Zeiten erfasse, in denen ich entsprechend ein Controlling betreibe. Also da sollte man schon auch Wert drauf legen, dass man eben nicht hinterher irgendwo an den Punkt gerät, oh, Budget alle, aber noch so viel Projekt übrig. Was machen wir denn jetzt? Das Unternehmen unter Umständen auch sagt, naja, wir haben gedacht, ihr seid mit den 200.000 Euro fein und ihr kommt damit durch. Wir haben jetzt aber für dieses Jahr kein weiteres Budget mehr berücksichtigt. Also es ist alles unangenehm. Wenn man frühzeitig drüber spricht, vielleicht gar kein Problem. Aber hinterher wird es blöd. Und dann aber auch das Funktionale
Controlling zum monetären und kaufmännischen Controlling auch entsprechend verifizieren. Weil es bringt nichts, wenn ich im Prinzip dann sage, okay, ich bleib oder bin gerade noch in meinem Planungsbudget drin, aber funktional bin ich dann vielleicht schon bei 50% Kosten zu 20% Funktion. Also das muss natürlich dann schon ein Controlling sein, was auch die Funktionsebene mit berücksichtigt. Genau. Da haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, Schulung und Training. Train the Trainer ist da ein Stichwort. Also das ist auch meist ein guter Tipp. Hatte ich ja vorhin auch schon ein bisschen ausführlicher erwähnt. Dass man da natürlich auch frühzeitig dann das Projektteam mit einbezieht und auch schon im System arbeiten lässt. Also das hat in der Regel wirklich gute Erfahrungen damit gemacht, dass man damit natürlich auch dann schon viel mehr Awareness bekommt, auch bei den Kollegen, die ja später damit arbeiten sollen. Also wirklich frühzeitig einbinden. Zeitplanung, ja, ich habe am Anfang auch darüber gesprochen, wir brauchen ja irgendwo ein Endziel. Wir wollen ja irgendwann mal fertig werden. Und diese hochambitionierten Ziele, die oftmals am Anfang formuliert werden, manchmal vielleicht auch diktiert werden von oben herab, hat man ja auch gelegentlich mal, dass der Dienstleister zwar sagt, ja, wir brauchen dafür 9 bis 12 Monate, die Geschäftsleitung sagt aber dann, nee, bei uns ist es in 6 Monaten fertig. Ja, weil wir wissen ja, was uns erwartet und wir haben ja alle schon. Meine Aussage vom Anfang. Dort lieber wirklich etwas zurückhaltender, etwas vorsichtiger planen und auch entsprechend Puffer einplanen. Weil lieber habe ich hinten raus Luft und bin früher fertig, als dass ich wie beim Budget auch, ich habe nur so viel Projekt übrig, aber kein Budget mehr. In dem Falle, ich habe nur so viel Projekt übrig, aber keine Zeit mehr. Und möglicherweise sind ja auch Abhängigkeiten da in Richtung anderer Systeme. Vielleicht wird was abgelöst, vielleicht wird ein altes System abgeschaltet. Das sind alles Themen. Auch dort sollte ich mir immer ein bisschen Sicherheitspuffer einplanen und den auch entsprechend ernst nehmen. Weil Erfahrung zeigt einfach, es werden nochmal die ein oder anderen Probleme auf einen zukommen. So gut man auch arbeitet, aber es wird immer nochmal ein bisschen Zeit benötigt werden. Und ja, und auch diese Go-Live-Phase, also die Hypercare-Phase, auch dort Ressourcen nochmal bereitstellen. Also auch nicht sagen, jetzt sind wir Go-Live, jetzt ist alles fertig, jetzt läuft das System. Auf beiden Seiten wird man nochmal eine Phase haben, die nicht nur ein paar Wochen dauert, wo man wirklich nochmal erhöhten Ressourcenbedarf hat. Auch das immer berücksichtigen, immer daran denken, dass selbst wenn das System live gegangen ist, ich nochmal arbeiten muss dran. Testing haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, habe ich auch schon mal angedeutet. Es muss natürlich ein Testplan erstellt werden, Cases müssen erstellt werden. Testing ist auch ein wirklich wichtiger Punkt, weil damit kann man auch sehr viel Arbeit sich hinterher ersparen, wenn man ordentlich getestet hat. So einen Testplan, den ich mir erstelle in der Entwicklungsphase, den kann ich meist hinterher nochmal gebrauchen. Weil wenn ich irgendwann mal fertig bin, Software ist eingeführt, ich habe irgendwelche neuen Entwicklungen, ich muss auch die wieder testen. Habe ich entsprechende Testpläne schon in der Schublade, kann ich mir die jederzeit herausholen und kann damit testen und spare mir hinterher auch viel Zeit. Bei jeder Migration? Bei jeder Migration. Ich habe immer wieder Software-Updates, die erforderlich sind. Nach einem Software-Update muss ich testen. Und wenn ich genau Testpläne schon habe, muss ich nicht jedes Mal von neuem anfangen und mir darüber Gedanken machen. Und dann sich aber auch die Artikel rauspicken aus dem Sortiment, was dann tatsächlich auch repräsentativ ist, was zum Beispiel auf das Datenmodell die größte Ausprägung hat, was länderspezifisch und von den entsprechenden Sortimentsbestückungen dann auch repräsentativ ist und dann aber auch alle Fälle abbildet, die ich dann im Gesamtprozess auch habe und die dann auch entsprechend dann als Projekt auch vorbereiten. Genau. Change Management ist auch noch so ein Thema. Magst du da vielleicht was dazu erzählen? Ja, es ist halt immer so ein menschliches Thema. IT-Projekte sind nicht nur Technik, sondern auch Menschen. Und die muss man auch in den Köpfen erreichen, die muss man auch entsprechend mitnehmen, begeistern und entsprechend auch in das Projekt mit draufnehmen. Herausforderungen sind natürlich dann auch die, wo dann halt zum Beispiel branchenfremde
mit in so ein Projekt reinkommen, die jetzt bisher noch keine IT-Erfahrung hatten, die dann zum Beispiel auch intern in der Firma dann zum Beispiel rüberwechseln in ein neues Team. Die muss man ja genauso auch zum Mitnehmen, zum einen was das System betrifft, zum anderen dann auch was das Thema betrifft. Das heißt, reden mit den Leuten und auch entsprechend die Ziele im Auge behalten. Das schafft Sicherheit. Genau. Ja, und Ziele im Auge behalten und reden mit den Leuten, das gehört natürlich auch zum Thema Überwachung, Feedback und kontinuierliche Verbesserung. Auch dort eben ständig hinterfragen, auch mit den Kollegen sprechen. Wird das System denn auch so genutzt, wie es vorher mal geplant war? Erfüllt es die Erwartungen? Also auch hier immer wieder sprechen, 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 mit den Leuten reden. Weil nur so hat man da auch die Möglichkeit, besser zu werden. Also das ganze System nochmal, die ganzen Abläufe, alles nochmal zu verbessern. Weil, wie am Anfang schon gesagt, wir wollen ja eine Verbesserung herbeiführen. Wir wollen ja durch das neue System, was eingeführt wurde, ja nicht verschlechtern, sondern wir wollen ja verbessern. Wir wollen ja Dinge vereinfachen. Deswegen muss man natürlich auch sprechen mit den Leuten. Und wie oft hat man es denn dann auch, dass wirklich über, sag ich mal, die Probleme, die man in der Bedienung vielleicht mit einer Software hat, man sich selber irgendwelche Workarounds schafft. Das heißt, man sucht sich irgendwelche Wege drumherum, wie ich es vielleicht anders machen kann, weil ich es vielleicht auch gar nicht besser weiß. Spreche ich aber mit den Leuten, finde ich das vielleicht heraus und kann ihnen auch zeigen, wie sie es vielleicht richtig machen können. Oder kann statt einem Workaround entsprechend eine Lösung finden, wie man es mit dem System richtig machen kann. Genau, und da kann man ein richtiges Verbesserungsvorschlagswesen natürlich einführen, kann das natürlich vielleicht auch zu einem internen Herausforderung machen, dass man sagt, Mensch, wer die besten Verbesserungsvorschläge bekommt, bekommt auch eine kleine Honorierung, bekommt einen Bonus oder wie auch immer das dann aussieht hinterher. Da drüben wurde schon geklatscht. Wir sind jetzt hier auch auf der letzten Folie. Und ich hoffe, es hat so euch ein bisschen was gebracht, einen kleinen Einblick. Ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt in der kurzen Zeit im Schweinsgalopp hier alles mal zu nennen und zu erwähnen. Aber wir sprechen ja hier auch immer, wir arbeiten ja hier mit Menschen. Wir arbeiten ja nicht nur mit irgendeiner Technik, irgendeinem System und mit Maschinen, sondern wir arbeiten hier mit Menschen. Deswegen auch immer darauf achten, dass man wirklich im Gespräch bleibt, dass man sich untereinander austauscht, dass man auch auf die achtet, die später damit arbeiten sollen. Das ist eine sehr gute Überleitung, im Gespräch bleiben. Wir sind natürlich auch die nächsten 1,5 Tage noch da, heute Abend genauso. Wenn Sie Fragen zu diesen Themen haben und da einfach auch noch mal ein bisschen sich austauschen wollen mit eigenen Erfahrungen, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir sind da, haben ein offenes Ohr und vielleicht können wir den einen oder anderen Lösungsimpuls mitgeben. Würden uns freuen. Ja. Danke schön.